Hallo mein liebes Löwe-Sternzeichen und herzlich willkommen zum kollektiven Wochenhoroskop. Mal schauen, was hier die kommende Woche bzw. welche Impulse hier in der kommenden Woche reinkommen. Ja, hier fängt jemand etwas sehr Nützliches oder für den Löwen Nützliches an, in die Tat umzusetzen. Page der Münzen, hier erkennt jemand sein Potenzial und greift endlich an. Das Ganze sehr, sehr mutig, 7 der Stäbe, sehr tatkräftig. Und das sorgt auch dafür, dass hier die Hohepriesterin wieder reinkommt. Du wieder anfängst, auf dein Bauchgefühl zu hören und auch natürlich zurückfindest in die Dualität. Zum einen in dir, zum anderen liegt hier noch der Herrscher, vielleicht sogar mit einer anderen Person. Das Ganze kann hier erstmal für einen kleinen Rückzug deinerseits sorgen, weil du vielleicht gar nicht damit gerechnet hast und im ersten Moment überfordert sein könntest. Nichtsdestotrotz erkennst du diese Überforderung und nimmst dieses ganze Dilemma so ein bisschen aus Eigeninitiative raus. Denn hier kommt noch die Sonne rein. Das heißt, hier werden wieder Good Vibes reinkommen. Hier wird Energie für dich reinkommen. Und die wird auch dafür sorgen, dass du hier in deine Neuausrichtung gehst. Besonders wenn hier ja plötzlich sich die Lebenssituation etwas ändern sollte. Und das kann durchaus mal passieren, wenn ja hier so jemand sehr Bestimmtes reinkommt. Denn ich habe hier nämlich mit dem Herrscher, der ja eigentlich auch für einen Widder steht, aber auch für dich in dem Moment die Zivilisation, die Gemeinschaft darstellen könnte, auch noch den König der Münzen liegen. Und das ist dann in dem Fall die Tatkraft. Das kann deine eigene Tatkraft sein, weil du eben hier mit dem Pagen der Münzen etwas Neues anfängst. Es kann aber auch eine andere Person sein, die dann eben deine Tatkraft fordert. Und ich habe hier mit den 4 der Stäben auch noch wieder Freude und Begeisterung drin. Also generell steht hier erstmal alles auf Anfang. Was danach wird, das wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Wichtig ist, dass du bei dir bleibst, in deiner Dualität bleibst, deinen eigenen Impulsen folgst und dich auch nicht von deinem Weg abbringen lässt, weil da vielleicht jemand reinschneit, mit dem du nicht gerechnet hättest und versetzt dich dann nicht wieder in den Mangel. Krieg nicht zurück in dein Schneckenhaus, sondern bleib wirklich draußen. Im wahrsten Sinne des Wortes, tank die Energie, die durch diese Impulse reinkommen oder auch durch diese Personen reinkommt und verlass dich ganz auf deine geführte Neuausrichtung. Die soll für dich sein. Also nimm sie auch an. Lass dich führen in dem Fall.